Ja, macht einer die Tür zu? Ja, also willkommen zurück an Sie alle, die sich entschieden haben, hier dieses Forum jetzt zu verfolgen. Freue mich sehr. Ich freue mich, dass wir drei sehr interessante weitere Inputs haben werden. Und wir haben es so geplant, dass jeder 10 Minuten nochmal redet und wir dann gemeinsam in die Diskussion gehen, Nachfragen, Debatten, Ihre eigenen Meinungsäußerungen dazu. Und ich hoffe, dass wir ja, so einigermaßen in der Zeit bleiben können, ohne dass wir jetzt an jeder Mittagspause knapsen müssen. Ich habe ja schon eingeführt, was in diesem Forum zu erwarten ist und möchte deshalb gleich loslegen, und zwar mit der Vorstellung von Dr. Karin Gabbert, zu meiner Linken, sie ist stellvertretende Direktorin der Internationalen Arbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch verantwortlich für die Arbeit in Lateinamerika. Und sie kommt aus der Frauen- und Solidaritätsbewegung und sie hat in Berlin und in Buenos Aires Soziologie studiert. Und vor ihrer Tätigkeit jetzt bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung war Karin Beraterin für Außenpolitik für die Partei Die Linke im Bundestag und sie hat auch als Journalistin gearbeitet, und zwar bei der Wochenzeitung Freitag und bei der Taz. Und Karin wird uns jetzt ihre Perspektive auf Gwen Media geben. Danke, Heike. Danke an Sie alle, dass Sie jetzt noch so tapfer durchhalten. Ich habe jetzt das Thema Buenvenir gekriegt, was eigentlich 2 Tage dauern müsste, um das zu besprechen, um das ernster zu besprechen. Deswegen nehme ich das jetzt so als Anlass für eine kleine Provokation, damit ich auch noch Zeit habe, ein bisschen was zu einer Verbindung von Buenvenir und dem Thema der Konferenz zu sagen. Was ist Buenvenir? Buenvenir ist eine indigene Weltsicht, die aus der Zeit vor der Kolonisierung Lateinamerikas kommt, sich seither gehalten und ständig weiterentwickelt hat. Buenvenir wird bis heute von vielen indigenen Gemeinschaften ganz unterschiedlich ständig weiterentwickelt und gelebt. Es ist also auch eine vorkapitalistische Lebens- und Wirtschaftsweise, und das ist vielleicht einer der Punkte, was Buenvenir so interessant macht. Ich sage nochmal, Buenvenir ist ein indigenes Konzept. Die indigene Bewegung war, und es ist die Frage, warum ist es so interessant geworden oder so bekannt geworden, die indigenen Bewegungen waren vor allem in Lateinamerika in den 90er Jahren stark, als der Neoliberalismus die meisten anderen Bewegungen und auch Parteien zersetzt hatte. In vielen Ländern wurden progressive Regierungen durch diese Bewegung und die Proteste gegen neoliberale Politik, die Freihandelsabkommen, also gegen progressive Regierungen gewählt. In den beiden Ländern mit den stärksten indigenen Bewegungen in Lateinamerika, also in Bolivien und in Ecuador, bekam das Buenvenir als Lebens- und Wirtschaftsweise Verfassungsrang. Also es ist in beiden Verfassungen verankert als unterschiedlich ausdifferenziert als das Recht auf bestimmte Lebens- und Wirtschaftsweisen. Mittlerweile wird Buenvenir von so vielen Seiten reklamiert und vereinbart, dass ich einfach nochmal daran erinnern wollte und darauf bestehen wollte, woher es kommt. Bei uns werden häufig Rezepte gegen die neoliberale Globalisierung von Buenvenir erhofft oder erwartet. Wenn sich herausstellt, dass es diese Rezepte nicht hergibt, dann wird es enttäuscht als rückwärtsgewandtes Konzept abgetan. Andere allerdings romantisieren und idealisieren es auch, ohne die Kämpfe zu übersehen, die darum gekämpft wurden, die darum gekämpft werden, ohne die Arbeit zu sehen, die das kostet, das Buenvenir herzustellen, ohne zu sehen, dass es eben auch eine antikoloniale Lebensweise ist, die unsere Art zu leben und zu denken kritisiert. Ich möchte einige wenige Prinzipien des Buenvenir vortragen, um zu illustrieren, dass sie unsere Weltsicht in Frage stellen. Und eines diskutieren, das vielleicht zum Thema der Konferenz beitragen könnte, finde ich. Denn Alternativen zur kapitalistischen Globalisierung müssen wir schon selbst entwickeln. Mit Prinzipien meine ich kleinste gemeinsame Nenner,
denen die meisten Menschen aus in den Gen-Gemeinschaften zustimmen könnten, hoffe ich jedenfalls. Ich habe zugehört. Deren Auffassung, von wie wir sich aber ansonsten sehr unterscheiden. Diese sind also sehr allgemeine Aussagen. Erstens, der Kosmos ist ein fühlendes Lebewesen. Nicht nur Mensch und Tiere leben, sondern zum Beispiel auch Berge und Steine. Der andine Mensch redet und interagiert mit der Natur. Dazu gehört auch ein völlig anderer Umgang mit der Natur. Das bedeutet zum Beispiel nicht nachhaltige Nutzung von Natur, das fällt da nicht darunter, sondern ist das Gegenteil, sondern ein ganz anderes Verhältnis, in dem der Mensch die Natur nicht unterwirft oder beherrscht. Dies ist eines der grundlegenden indigenen Prinzipien von Buen Vivir. Daher kommt auch der Vorschlag, dass die Natur ein Wesen mit Rechten ist. Und dies, genau dies steht in der äquatorianischen Verfassung, dass die Natur ein Subjekt mit eigenen Rechten ist. Dafür ist diese Verfassung weltweit sozusagen stark beachtet worden. Die Entscheidung, dass im Yasuni-Amazonas-Nationalpark, wo Indigene leben, die keinen Kontakt mit der Zivilisation haben wollen, Öl ausgebeutet werden soll, also die Entscheidung der Regierung Korea, verstößt ebenso gegen dieses verfassungsmäßige Recht der Natur, was in dieser Verfassung verankert ist, des eigenen Landes, wie andere große Bergbau- und Minenprojekte. Wir sehen also, was hier in der Konferenz schon öfter gesagt wird, wurde selbst verfassungsmäßig garantierte Rechte des guten Lebens in diesem Fall taugen nichts, wenn es keine dauerhafte gesellschaftliche Hegemonie gibt, die sie stützt und verteidigt, die sie mal, die es mal gegeben hat, in einem kurzen Moment in den andinen Gesellschaften, in diesen beiden Gesellschaften, in denen das Verfassungsrang bekommen hat. Kannst du mir mal sagen, guckst du, wie weit ich bin? Ich achte nämlich immer sehr auf die Zeit. 5 Minuten, perfekt. Das zweite Prinzip von Buen Vivir. Alles lebt in Gemeinschaft. Alle Menschen leben in Gemeinschaft, aber auch die Natur lebt in der Gemeinschaft. Individuelles Glück ist daher kein Konzept, das ins Buen Vivir passt. Und das Buen Vivir passt auch überhaupt nicht zu Konzepten, die vom Individuum ausgehen, sondern es geht immer um gemeinschaftliches Leben, womit ich durchaus Probleme habe. Auch. Ich könnte Beispiele nennen, zum Beispiel über indigene Justiz, die davon ausgeht, dass sozusagen alle Verfehlungen innerhalb der Gemeinschaft geklärt werden müssen. Es gibt keine Möglichkeit, jemanden ins Gefängnis zu stecken. Das ergibt eine andere Form von Justiz, als die, die wir kennen. Dann drittes Prinzip von Buen Vivir geht um Raum und anderes Verhältnis von Raum und Verständnis von Raum und Zeit. Das Prinzip heißt, die Zukunft liegt hinter uns. Vor uns liegt die Vergangenheit, denn die können wir sehen. Das lasse ich mal so stehen. Viertes Prinzip ist das, worauf ich eingehen möchte, das ist das Prinzip der Reziprozität. Das bedeutet, alle sind abhängig von allen. Dieses Prinzip ist ein anderes als das der Solidarität. Solidarisch bin ich, wenn ich etwas übrig habe. Beim Buen Vivir ist nichts übrig, weil alles geteilt wird. Da drin steckt also auch ein Element von Umverteilung. In den andinen Gemeinschaften wird darauf geachtet, dass nicht einer zu viel gibt und dadurch eine Machtposition erhält. Solidarität in Bezug auf Lateinamerika war bisher eher ein hierarchisierendes Konzept, finde ich. Jemand, der hat, gibt an jemanden, der braucht, und zwar nach den Kriterien und Möglichkeiten des Gebers. Und damit meine ich nicht nur Geldgebers. Wie viel Solidarität hat die Deutsche Linke zu ihrer Unterstützung ihrer eigenen Kämpfe eigentlich zugelassen? Wir müssen eingestehen, dass wir Unterstützung brauchen, dass es ohne einander nicht geht. Der Sinn von Reziprozität könnte sein, gegen die augenblickliche Ausformung des globalen Kapitalismus zu arbeiten, nämlich den Vormarsch des Rohstoff- Neokolonialismus zu stoppen. Und zwar jeder dort, wo er steht, mit unterschiedlichen Rollen. In Ländern, die als Rohstofflager genutzt werden, gibt es Bewegungen, die dagegen arbeiten und Alternativen in ihren Ländern, um ihre Alternativen in ihren Ländern kämpfen. Wir haben von einigen gehört, heute von den Yasunidos sitzt hier, wir haben aber auch aus Indien von Bewegungen gehört, die genau gegen diese Rolle ihrer Länder als Rohstofflieferanten kämpfen. Diese Alternativen haben aber kaum eine Chance, wenn wir im globalen Norden nicht ebenfalls Widerstand leisten. Sei es, indem wir die bei uns angesiedelten transnationalen Konzerne in die Verantwortung nehmen, wie das Miriam Sage-Maas hier erklärt hat, gestern, oder indem wir, so wie Uli Brandt das eben getan hat, die imperiale Lebensweise des Nordens problematisieren und ihre globalen Konsequenzen ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken.
Vor allem aber, indem wir damit aufhören, den Norden als globales Vorbild zu betrachten und unendliches Wirtschaftswachstum als Allheilmittel zu propagieren. Zur Reziprozität würde es gehören, anzuerkennen, wo wir eigentlich hilfsbedürftig sind, wo unsere Gesellschaftssysteme versagen. Bei Ökologie, Wirtschaft, Sozialen, Demokratie. Unsere Gäste aus Lateinamerika wundern sich stets über unseren Umgang mit Alten, über ihren Status, über die völlige Hilflosigkeit bei ihrer Betreuung und Pflege. Sie finden das arm. Wer bestimmt eigentlich, was arm ist und was reich? Auch das kam hier oft vor. Hier mitzureden ist eine der, also hier in den letzten Tagen, das habe ich überall gehört, das ist eine der wichtigsten Forderungen, die ich aus unserer internationalen Arbeit der Rosa-Luxemburg stelle, die ich eben hier auch gehört habe. Erzeugt die Ausbeutung des Öls im Yasuni in Ecuador Reichtum, wie einige sagen, unter anderem die Regierung, oder Armut, wie andere sagen, wie die Bewegung, für die Jorge hier steht? Ist der Regenwald so, wie er ist, ohne eine geldwerte Nutzung nicht ein viel größerer Reichtum? Übrigens wurde die Kompensationsforderung, also dass das Öl nicht ausgebeutet wird, nur dann, wenn die internationale Gemeinschaft Geld dafür gibt, also kompensiert. Diese Forderung der äquatorianischen Regierung wurde kritisiert, sowohl von hier als auch dort. Ich finde die Kritik in Ecuador daran zulässig, denn die äquatorianische Gesellschaft sollte die Chance haben, darüber zu diskutieren, wie mit ihrer Entwicklung, wie mit diesen Ressourcen, wie mit ihrer Zukunft umgegangen wird. Mit ihren gesellschaftlichen Reichtümern und Notwendigkeiten. Deshalb ist das Referendum, was dort jetzt angestrebt wird, wofür Unterschriften gesammelt werden, so wichtig, dass diese Diskussion in Ecuador geführt wird. Wenn das aber von hier aus gefordert wird, wenn Ex-Minister Niebel aber nicht nur ein neoliberaler Minister oder liberaler Minister, sondern auch von Bürgern und Meinungsmachern die Kompensation kritisiert wird, dann entgegne ich, hier wurde eine einmalige Chance vertan, eine historische Umweltschuld des Nordens, also die Umweltschuld der industrialisierten Gesellschaften zu thematisieren und ein kleines bisschen zu kompensieren. Das ist sozusagen eine Art von, die Umweltschuld ist etwas, was in den Ländern des Südens auch stark thematisiert wird, was hier aber meiner Meinung nach zu wenig thematisiert wird. Ein Absatz. Es gilt also, die Abhängigkeiten stärker wahrzunehmen, aber auch die Machtverhältnisse. Das ist schwieriger geworden im globalisierten Kapitalismus, aber vielleicht auch eine Chance. Wir müssen weg davon, dass die einen Hilfe brauchen, die anderen sie geben, dass die einen entwickelt sind und die anderen unterentwickelt. Wir müssen genau analysieren, wer ausgebeutet wird und wer profitiert von diesem internationalen System. Nur ein Beispiel, nee, zwei. Und ich habe auch gar keinen Schluss, also dann gibt es nur diese zwei Beispiele. Wenn große brasilianische Gewerkschaften erreicht haben, dass ihre Pensionsfonds aus Aktien an Stahlgeschäften bestehen, die auf dem internationalen Markt gehandelt werden, dann profitieren Arbeiter von Ausbeutung von anderen Arbeitern und der Natur. Die Kapitaleigner, die vom internationalen Finanzkapitalismus profitieren, werden immer mehr. Es sind eben nicht nur die Reichen. Ich sage nur ein Stichwort, Riester-Rente, und leider fehlt mir der Schluss. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Karin. Gibt es zu dem, was Karin vorgetragen hat, jetzt so ganz, ganz dringend eine Nachfrage, damit wir erstmal sicher sein können, dass es alles gut verstanden ist? Diskutieren können wir dann später nochmal. Okay. Dann darf ich weiter zu Stefan Tuschen. Stefan ist Referent in der Abteilung Politik, Referat Wirtschaft und Umwelt von Brot für die Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst, das ist ja die Fusion, und beschäftigt sich mit den Herausforderungen globaler nachhaltiger Entwicklung im Kontext einer sozial-ökologischen Transformation, diesen Zungenbrecher, den Uli vorhin auch schon genannt hat. Und er hat zuvor im Evangelischen Entwicklungsdienst, also einer der Vorläuferorganisationen dieser Fusion, in der Lobby- und Advocacy-Arbeit zu den Schwerpunkten Gesundheit, Welthandel und Biodiversität sich engagiert. Und Stefan wird jetzt ein paar Stichpunkte auch aufgreifen, wie wir Armut unterschiedlich interpretieren, verstehen und es dann auch nochmal in den Zusammenhang stellen mit dem Framing von der Runde davor. Inwiefern Commons oder Commoning auch eine Strategie ist, beziehungsweise Ansatzpunkte gibt zur Vermeidung von Armut. Vielen Dank. Mein Beitrag
wie Sie im Programm lesen können, ist der überschrieben Commons im Kontext von Armutsvermeidung. Und da könnten einem gleich drei Fragen kommen. Zum einen, was sind Commons? Dazu haben wir eben schon was gehört. Welche Armut ist denn gemeint in diesem Kontext dann? Und warum ist die Rede von Armutsvermeidung und nicht Armutsbekämpfung, was ja eigentlich viel häufiger fällt? Wie gesagt, die Antwort auf die erste Frage, was sind Commons, was ist Commoning, das hat Heike heute Morgen in der Einführung schon ausführlich beantwortet. Ich will nochmal die drei Elemente, die sie genannt hat, für die DNA der Commons in Erinnerung rufen. Eine Ressource, eine Nutzergemeinschaft und die dazugehörigen selbstbestimmten Regeln. Und das will ich mit einem Satz nochmal zusammenfassen. Commons sind letztlich aus meiner Sicht Vereinbarungen darüber, wie Menschen mit Ressourcen umgehen. Es handelt sich um soziale Beziehungen letztlich und auch um soziale Praktiken, die aber eingebettet sind in die jeweilige Umwelt oder Mitwelt. Da haben wir ja auch gerade schon was gehört, was es da für unterschiedliche Auffassungen gibt, was alles belebt oder nicht belebt ist und Teil dieser Lebensgemeinschaft ist. Wenn wir nun Commons im Kontext von Armut betrachten, stellt sich eben als zweites die Frage, welche Armut meinen wir? Armut ist in all ihren Formen letztlich Ausdruck unserer gesellschaftlichen Verhältnisse und Sozialbeziehungen. Und bei allen Beteuerungen, dass wir immer einen multidimensionalen Armutsbegriff gerne zugrunde legen, ist doch der Zweck der meisten Armutsbekämpfungsstrategien, die uns geläufig sind, am Ende immer die Verringerung von Einkommensarmut. Also in der Regel können wir das runterbrechen und dann kommt es am Ende auf Einkommensarmut, Geldarmut. Und das zu überwinden, bietet dann die Möglichkeit, gesellschaftliche Teilhabe zu schaffen, und zwar indem man die Armen in den Markt integriert, durch Kaufkraft und so weiter. Armut aus Commons-Sicht ist aber viel weniger eine Armut an diesen finanziellen Ressourcen, als vielmehr eine Armut oder ein Mangel an Beteiligungschancen, an Zugangsrechten und an Entfaltungsmöglichkeiten. Und zwar an dieser Stelle eingeschoben, nicht in einem liberalen Sinne isolierter, individueller Selbstverwirklichung, sondern immer eingebettet in die Gemeinschaft. Und um das mal zu variieren und nicht auf das Gwen wie wir gleich zu Beginn wieder zu rekurrieren, in der afrikanischen Ubuntu-Philosophie, da gibt es etwas, was so im Wortlaut dann heißt, ich bin, weil du bist und kann auch nur sein, wenn du bist. Also da ist auch diese Gemeinschaft sehr stark im Vordergrund. Es geht also im Wesentlichen, Armut im Kontext von Commons, im Wesentlichen darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben gemeinsam mit anderen selbst in die Hand zu nehmen. Und da habe ich dann mit etwas Freude auch gelesen, dass sogar das beim UN-Entwicklungsprogramm angekommen ist, im letzten Bericht über die menschliche Entwicklung, da heißt es, und das zitiere ich jetzt, Menschen können nicht alleine gedeihen. Sie können alleine nicht einmal funktionieren. Das Konzept der menschlichen Entwicklung war jedoch im Wesentlichen individualistisch, weil es von der Annahme ausging, dass Entwicklung die Erweiterung der Verwirklichungschancen oder Freiheiten von Individuen ist. Und genau hier setzten und setzen auch heute die meisten Armutsbekämpfungsstrategien an, nämlich beim Individuum. Das mag nicht verwundern in einer kapitalistischen Marktgesellschaft, in der das Individualeigentum eine solch zentrale Bedeutung hat wie in der unseren, und die ja auch eben sich ausbreitet in der ganzen Welt. Individuelle Eigentumstitel und Einhegungen, heute Morgen haben wir auch schon das Wort Enclosures gehört, was eben in dieser Commons-Debatte immer wieder angeführt wird. Eigentumstitel gelten bis heute als probates Mittel der Armutsbekämpfung. Und um auch hier nochmal zu rekurrieren auf das, was Saskia Sasse gesagt hat, das ging dann oft einher oder in der Folge mit dem, was sie heute oder was sie mit dem Begriff der Expulsions bezeichnet hat. Also erst kommt die Einhegung und dann werden eben die, die dort zuvor gelebt haben oder gemeinschaftlich gewirtschaftet haben,
rausgeworfen. Dass es aber längst Studien gibt, die auch belegen, dass kollektive Eigentums- und traditionelle Bewirtschaftungsformen viel besser vor Unternutzung, aber auch Übernutzung und vor dem Phänomen des Landgrabbing schützen als individualisierte Landtitel, das bleibt immer noch im Schatten. Der Einsatz für die Vergabe von Rechtstiteln für Privatland ist in der Entwicklungszusammenarbeit nach wie vor und nahezu unhinterfragt an der Tagesordnung. Und das ist durchaus auch selbstkritisch zu verstehen aus Sicht der eigenen Institution. An der Stelle lohnt vielleicht ein kurzer Blick in die Geschichte, denn zumindest wenn man in großen Zeitaltern denkt, ist auch in Europa das noch nicht so lange her, dass dem Privateigentum mit Nutzungsrechten, denen sogar der König unterstand, etwas entgegengesetzt wurde. Heike hat heute Morgen die Magna Carta angesprochen, die 1215 in England unterschrieben wurde, also auch vom König. Und die war im Grunde dazu da, dass diejenigen oder denjenigen, die keine Eigentumstitel besaßen, ein Auskommen ermöglicht wurde. Und vielleicht in Ergänzung, Thomas Seibert hatte die Französische Revolution angesprochen, die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Auch in der Magna Carta gab es im Grunde schon sowas wie das Recht jedes Einzelnen auf Unversehrtheit. Und das ist jetzt demnächst 800 Jahre her. Da in diesem Kontext oder in dieser Zeit ein Großteil der Bevölkerung in England eben nicht über Landeigentum verfügte, sicherte die Magna Carta die, heute würden wir sagen, Gewohnheitsrechte eben dieser Menschen ab. Zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse waren sie berechtigt, das Land von Adel und König zu nutzen. Dieser Anspruch einer Gemeinde oder Gemeinschaft auf die ihr eigene Art der Umweltnutzung, so sagte einmal Ivan Illich, das steckt in dem Wort Allmende für ihn drin, also die ihr eigene Art der Umweltnutzung. Er hat dann in diesem Zusammenhang den schönen Ausdruck vom Recht auf Gemeinheit geprägt. Und im Gegensatz zu dem, was wir heute noch von Gemeinheit verstehen, war eben mit Gemeinheit bis hinein ins 17. Jahrhundert gemeint die Nutzungsrechte und diese Rechtssubjekte, also die Menschen, die in einer solchen Gemeinschaft oder Allmende gelebt haben. Die Umwandlung dieses gemeinsam bewirtschafteten Landes in Privatland veränderte alle traditionellen Beziehungen zwischen den Menschen. Jetzt möchte ich nochmal was zitieren, und zwar aus einem Text von Ulrich Buchow, der in einem noch früheren Buch als den beiden, die Heike heute Morgen vorgestellt hat, einen Beitrag geliefert hat, und zwar gab es 2009. Das Buch Wem gehörte die Welt, auch herausgegeben von der Böll-Stiftung. Und Silke Helfrich. Und darin schreibt eben Ulrich Buchow: Aus der gegenseitigen Hilfe und der gemeinsamen Arbeit der Bauern wurden durch Geld vermittelte Vertrags- und Konkurrenzbeziehungen. In diesem Kontext entwickelten sich die entscheidenden Institute der Marktgesellschaft, Eigentum und Vertrag. Ein ausschließlich auf Eigentum und Vertrag gegründeter Markt zur Eigentumsvermehrung, Heike hat heute Morgen angesprochen, es muss auch immer um den Zweck gehen der Wirtschafts- oder auch Gesellschaftsform, also ein Markt zur Eigentumsvermehrung durch Konkurrenz verhindert prinzipiell Solidarität und Nachhaltigkeit in Produktion, Verteilung und Konsum. Ein Staat auf der anderen Seite, der nur Eigentum und Verträge schützt und dem Markt freien Lauf lässt, opfert zwangsläufig die Bindung der Menschen an ihre natürlichen und kulturellen Lebensgrundlagen. Zitat Ende. Welche Schlüsse kann man nun daraus für Commons im Kontext von Armut ziehen? Zunächst einmal, und damit komme ich zum dritten Aspekt, den ich eingangs mit Bezug auf den Titel ansprach, macht es natürlich einen Unterschied, ob wir von Armutsbekämpfung oder Armutsvermeidung sprechen. Armutsbekämpfung meint in der Regel eine Umverteilung, und zwar eine Umverteilung des heute in Form von Geld vorhandenen materiellen Reichtums. Und diese Forderung, die richtet sich dann meistens an den Staat.
Diese Forderung nach Verteilungsgerechtigkeit ist allerdings so lange nicht emanzipatorisch, wie sie von Handlungen anderer abhängt, also nicht emanzipatorisch sein kann. Viele Organisationen, das wie David McCoy gestern das nannte, das Wider Aid Complex, versuchen sich in der Bekämpfung von Armut oder im Fall der Katastrophenhilfe der Bekämpfung von unmittelbarer Not. Das ist sicherlich auch richtig und gut. Nicht wenige und auch wir bei Brot für die Welt legen natürlich Wert darauf, dass wir nicht die Armut, sondern die Ursachen von Armut bekämpfen wollen. Ein Problem scheint dabei jedoch zu sein, dass wir dieses Ziel, also die Ursachen zu bekämpfen, in der Regel mit Instrumenten verfolgen, die sich ebenfalls auf die beiden Kategorien Markt und Staat beziehen oder sich aus ihnen speisen und die letztlich ja mitverantwortlich sind, erst für die Entstehung von Armut. Und an der Stelle will ich nochmal dieses Zitat von Einstein in Erinnerung rufen, das Thomas Gebauer gestern schon benutzt hat. Eigentlich lassen sich Probleme niemals mit derselben Denkweise oder auch mit denselben Mitteln in diesem Fall lösen, durch die sie entstanden sind. Commons, das wäre meine These, bieten hier eine Alternative. Die Herausforderung ist, Sie, die Commons, sind bislang in dem Kontext, also Armut und Hilfe, wie aber auch in vielen anderen Bereichen, unsichtbar. Also Sie werden gar nicht in Betracht gezogen als ein mögliches Mittel, Armut zu bekämpfen oder zu vermeiden. Sie führen ein Schattendasein, um das Bild von Saskia Sasse aufzugreifen, im Schatten eben jener beiden Powerful Explanations, hat sie das genannt, in unserem Fall hier Markt und Staat. Und diese, die hämmern uns beständig ein, es gibt keine Alternative. There is no alternative. Tina, das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und das zeigt sich für mich immer wieder in dieser Commons-Diskussion. Weil da heißt dieser Satz eher, there are plenty alternative systems. Das können Sie sich mit Tapas merken. Gibt es nicht beim Spaniern, sondern das sind die Alternativen. Auch wenn, wie in verschiedenen Beiträgen im Verlauf der Konferenz herausgearbeitet, die Finanzialisierung aller Lebensbereiche vielerorts schon bis in den letzten Winkel vorgedrungen ist, so gibt es gleichzeitig auch noch eine Vielzahl von Alternativen. Eine sehr lebendige, denke ich, ist, was wir eben zu Gwen Vivier gehört haben. Und es gibt andere, die auch uns hier vielleicht noch gut in Erinnerung sind, zumindest so gut, dass sie wiederbelebt werden könnten. Also ich kann mich erinnern, dass, vielleicht muss ich dazu sagen, ich bin 35, ich kann mich erinnern, als ich Kind war, gab es in unserem Dorf noch sowas wie eine Gemeindewiese, die für bestimmte Dinge eben genutzt werden durfte oder zur Verfügung stand. Meine Kinder kennen das wahrscheinlich nicht mehr, weil es eben nicht mehr existiert. Aber die Erinnerung ist eben noch da. Wenn Armut jetzt aus Commons-Perspektive in erster Linie eine Armut an Teilhabe, an Zugangsrechten, an Selbstbestimmung ist, dann würde das Anerkennen und das Sichtbarmachen von Commons schon in die Richtung gehen, diesen Mangel zu bekämpfen. Gleichzeitig können Commons aber auch Strategie der Vermeidung neuer Armut sein und können uns helfen, die Denkweise über unsere Probleme radikal zu verändern, wie es Raoul Peck forderte. Ob das schon die Radikalität ist, die er in letzter Konsequenz meinte, sei mal dahingestellt. Aber Commons sind, und das wäre mein Schluss, ein neues Paradigma, also eine grundsätzliche Denkweise, eine Weltanschauung, die für ein anderes Wirtschaften, ein anderes Leben und Zusammenleben und vielleicht auch für eine andere Solidarität stehen. Denn vor die Frage der Umverteilung stellen Commons die Frage nach dem Zweck, nach dem Ziel, wer stellt denn hier was und wozu überhaupt her? Bislang gilt Wachstum als Conditio sine qua non der Armutsbekämpfung und auch unserer Solidarsysteme letztlich, denn wenn kein Geld da ist, gibt es auch nichts, um zu verteilen. Eigentumsverhältnisse, Machtfragen und Commons, verstanden als wachstumsunabhängige und selbstbestimmte Form der Reproduktion und Produktion von Lebensverhältnissen, sind bislang unsichtbar. Dabei können Commons eine emanzipatorische Alternative zu bestehenden Armutsbekämpfungsstrategien sein, und zwar, und das macht es
vielleicht so attraktiv, sowohl aus Sicht des globalen Nordens oder eben direkt hier bei uns, als auch aus Sicht des globalen Südens. Da gibt es also eine Anschlussfähigkeit. Danke. Wir gehen jetzt zum Tapas-Essen mit Theodoros Kalliotis. Ich bin froh, dass er aus Griechenland hier ist, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der Frage. Ich glaube, da drüben der junge Mann, oder Kommentar. Sind Sie das gewesen vorhin? Nee. Ja? Nee? Okay, dann habe ich das verwechselt. Das war zu weit. Da hat jemand sich ja in der letzten Runde direkt auch nochmal zu Griechenland geäußert. Theo ist ausgebildeter Soziologe und Übersetzer und er ist auch, das bekennt er, leidenschaftlicher Aktivist. Er engagiert sich in der Solidaritätsinitiative BioMe, darüber wird er auch reden. Das ist eine selbstverwaltete Fabrik in Thessaloniki und er engagiert sich in der Initiative 136 für die soziale Kontrolle über die Wasserversorgung von Thessaloniki. Und außerdem organisiert er das jährlich stattfindende Festival Direkte Demokratie mit. Bei dieser internationalen Veranstaltung kommen kollektive Aktivisten und Wissenschaftlerinnen zusammen, um den Aufbau weitreichender Strukturen von unten als Alternative zum kapitalistischen System zu diskutieren und voranzubringen. Das ist also Theos Background und er wird uns jetzt aus der ganz unmittelbaren Realität Griechenlands berichten. Dankeschön. Thank you. I don't see many people with headphones, so I assume most of you speak English. You're going to have to pardon me for speaking quickly, but I will try to remain within the bounds of my, the time limit. I'm here to speak about Greece, mainly what is going on in Greece, what sort of alternatives we're working on in Greece to the crisis and what the crisis has brought about, and thirdly, to transmit some of the important debates and discussions from within the movements, transmit some of the criticism. As you may know, Greece is now a laboratory for the application of capitalism's new doctrine of accumulation by dispossession. The Greeks are now experiencing an unprecedented, for European standards, attack on their social, economic, and political rights. Using the sovereign debt crisis as an excuse, a series of neoliberal governments have followed the prescriptions of the Troika, dismantling of the public health and education systems, pushing down wages and pensions, robbing the majority of the population of the little they had through debt and taxation, and most importantly, selling off everything that was public wealth to the multinational corporations. The Greek left has been unable so far to stop this offensive or even slow it down. This was part due to the strategy of the powerful to divide and rule, setting every social group against each other through propaganda. And partly because there is a new reality we have to deal with in Greece, the reality that social consensus is not necessary anymore for the exercise of power. Which means that this condition of constant emergency makes every means, every new measure justifiable, and even allows the state to systematically repress, criminalize, manipulate, and lie. The victims of this situation are systematically presented as the perpetrators. So the Greeks are presented as lazy, dependent, and when they rise up for their rights, they're even labeled violent or even terrorists. Reactions on the part of the population have been mixed. On the one side, we have extreme reactionary reactions, like the rise of Golden Dome, a neo-Nazi party that has a great percentage of the vote. On the other side, on the other extreme, you have the unprecedented activity and creativity of the social movements. There's a growing realization in Greece that we cannot merely entrust our salvation to representational structures anymore, like the political parties and the trade unions, but that constant grassroots involvement and political participation is necessary. I'd like to present three movements of which I have direct knowledge, which are not merely anti-austerity or anti-neoliberal, but envision a whole new path
that leads away from state-sponsored capitalism and its mantra of there is no alternative. These are initiatives in the context of TAPAS, as Stefan said, that follow these core values: resistance, horizontality, participation, solidarity, and defense of the commons. The commons, as Heike defined them earlier, communities gathering around shared resources and self-determining the ways to manage them. The first initiative, when the sale of Thessaloniki's, the privatization of Thessaloniki's water company was announced in 2011, the citizens who promoted direct democracy and cooperativism met with the water workers' trade union in the occupied squares of the Greek Indignados. There, they elaborated a proposal for a viable alternative to both corporate privatization and state administration of water services. They formed a new initiative called Initiative 136, based on the simple premise that if 136 euros is raised from each household, the citizens can raise the amount needed to buy the water company. This way, they will protect it from corporate greed and manage it through local cooperatives, through direct democracy, in a non-profit manner, thus ensuring democratic participation, social justice, and access to this vital good for everyone. In April 2013, Initiative 136 presented its bid at the public tender for the privatization of the water company. The bid was rejected without sufficient justification, so 136 now battles in the courts to overturn this decision. At the same time, it keeps organizing the community and applying political pressure against privatization. Currently, it participates in a wider anti-privatization platform that's called Save Water, which promotes a citywide referendum, non-binding unfortunately, regarding water privatization that is going to be held at the same time as the European elections in May. The second example that I want to present is the self-management of the construction materials factory of Viome in Thessaloniki by its own workers. In February 2013, 2 years after the employers of Viome abandoned the factory, the 40 members of the Viome Workers' Union organized through assembly horizontal decision-making with the support of a wide solidarity movement restarted production in the occupied factory. At the same time, they switched production towards environmentally friendly cleaning products that are distributed through solidarity channels, especially the structures of the blooming social and solidarity economy that is rapidly growing in Greece. The workers of Viome face the hostility of the Greek state, but there is also resistance from a large sector of the communist left, which accuses the workers of aiming to become small capitalists. According to the traditional left's mode of thinking, whatever is not state-owned is private. So society, according to this frame of thinking, has no independent and self-determined existence outside the dominant institutions of the state and the market. Despite this hostile environment, Viome has had significant success in sustaining the workers' families. And at the same time, it has created a big international solidarity movement, and it has become a point of reference for the hundreds of workplaces that are now in circumstances of bankruptcy or labor conflict in Greece. At the moment, Viome is about to legalize its activity and plans to expand its network of distribution abroad. The third important experiment that I want to present is Thessaloniki's Social Solidarity Clinic. It is one of the oldest and biggest in a network of solidarity clinics around Greece that are run by volunteer health professionals. They are providing free healthcare services to a target population of approximately 3 million Greeks and immigrants that have no social security coverage at the moment. They operate remarkably efficiently by horizontal decision-making. They finance their activity only on donations of individuals, barring companies and governmental institutions, and they try to engage the community and the patients themselves in the process of self-management. At the same time, they are part of a wider movement in Greece that demands universal healthcare by engaging in direct action
applying political pressure and trying to create public awareness. At great personal risk, Solidarity Clinic volunteers who work as physicians and nurses in the public health system honor their oath by smuggling into the public hospitals uninsured patients that need treatment or examinations that the Solidarity Clinic cannot provide. We see then that the organized society, rather than the state, becomes the guarantor of human rights. I started this presentation by saying that the political, economic, and social rights of the Greek population are under attack. But what I presented here was not big crowds protesting and claiming that the rights are respected. It's not that there is no such thing. Of course, there is a lot of this. Rather, I chose to present examples where groups of people organize from below and just try to take back what has been robbed of them. In this case, water, healthcare, and work. They have fallen out of trust with political and governmental institutions. They envision a different world, and at the same time, they create the instruments to move towards this world. New instruments that are autonomous from existing structures of power and operate outside the spaces of representational democracy, which are consistently co-opted and undermined by the traditional holders of power. These movements seek not only to create new spaces of political participation and debate, but to operate on a different set of principles: solidarity, cooperation, self-management, participation, community involvement, and defense of the common goods. In short, they experiment with new arrangements of political governance from below, rather than wait for the rights to be granted by an omnipotent instance of power. This is not to say that social movements and organizations should stop demanding the enforcement of negotiated rights. Rather, we have to be aware of the limits of the human rights discourse and the individualization it produces in front of instances of power. We have to be ready to overcome this discourse when it helps perpetuate asymmetrical power relations by legitimizing the domination of those who grant the rights over those who claim the rights. We have already seen how the Thessaloniki Social Solidarity Clinic is a defender of universal healthcare as a right, but also a promoter of community healthcare as a commons. Self-managed initiatives don't reject the idea of rights altogether, but they renegotiate those rights within the context of the community, and they challenge the role of the state as enforcer and guarantor of these rights, promoting instead the collective empowerment of the rights holders themselves. So capitalism is going through a structural crisis. It has reached its energetic, environmental, and social limits. Can the practices of commoning, of solidarity and sharing economy, through the questioning of capitalism's core values, private property, methodological individualism, political domination, trace the beginning of a new economic and political configuration? Or do we run the chance of offering capitalism a way out of its problems? This is one great debate within the movement right now. Indeed, capitalism is facing today the problem of social reproduction, since it is unable or unwilling to sacrifice its rate of accumulation in order to ensure the continuation of social life. To get out of this dead end, capitalism is trying to get what Massimo De Angelis calls a commons fix. It tries to utilize commons-based alternatives, especially solidarity structures, workers' cooperatives, as a cheap and easy way to provide welfare support, healthcare, income, protection from unemployment, etc. Through a shift in the discourse of the Thatcherite, there is no such thing as society, to the official UK state policy of the big society, the people are left to fend for themselves, while the state pulls the welfare rug from under their feet. This is why the creation of tame and co-optable versions of commons practices, disguised as social entrepreneurship, NGOs, solidarity networks, etc., is now institutionally promoted in hyper-neoliberal European Union in crisis. That's because they're providing
cheap alternatives to the rapidly privatized and dismantled public welfare system for the reproduction of the workforce and the preservation of social peace. So, the question, am I working to overcome the system or to save it, is one that commons activists need to ask themselves every day. To conclude, in this light, merely going beyond aid and from charity to solidarity is not enough and can even backfire as a strategy. What is needed instead is an articulation of radical and dynamic commons endeavors that seek not to complement state and capital, but foreshadow their substitution with new social practices and institutional arrangements that can guarantee a future for the next generations. In other words, it's not enough to overcome poverty, as the title of this workshop is. The goal is social emancipation and through political emancipation of the subjects and the communities, and not just alleviation of the most extreme manifestations of capitalism. So alternatives have to be antagonistic to governmental organizations and private enterprises. Cooperation and complicity with dominant institutions makes organizations just another cog in the machine of generating misery that is capitalism today. Thank you. So, Theo hat jetzt gleich zweimal Beifall gekriegt, weil wir schon dachten, es ist soweit, weil das war so ein ganz wichtiger Punkt. Der auch nochmal ganz konkret verdeutlicht hat, was ich heute Morgen ziemlich gegen Ende meines Frames gesagt habe, nämlich diese Gefahr vor Kooptierung, dass dieses Konzept, der Begriff wieder zum neuen Buzzword wird und dass am Ende des Tages Selbsthilfe dann zur Ersatzhandlung wird für das, was der Markt sowieso nicht schafft und der Staat, weil er ja inzwischen auch so stark mit den Marktkräften agiert, diese Corporate State-Geschichte, die wir auch angesprochen hatten, dass gar nicht mehr die Voraussetzungen bestehen, sich um seine Aufgabe als Sozialstaat zu kümmern. Also ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Ich möchte Sie kurz darauf aufmerksam machen, dass es ein Buch gibt von Lisa Mittendrein, das heißt Solidarität ist alles, was uns bleibt. Und diese Frau ist in Griechenland unterwegs gewesen und hat sich in unterschiedlichen Orten auf verschiedenen Inseln umgeschaut und ihre Erfahrungen aufgeschrieben. Und Sie können das vielleicht, man kann das sicherlich kaufen oder vielleicht finden Sie es auch im Netz. Eine Frage, die sie dort gestellt hat und die ich an Theo gerne weitergeben möchte, ist, sie hat halt verschiedene Initiativen besucht und immer irgendwo festgestellt, es sind ganz unmittelbare Reaktionen, die an Bedürfnissen und ganz konkreten Interessen aufsetzen, aber Reaktionen auf diese ganz unmittelbare Krise, auf letztlich den Zerfall des Sozialstaats, aus den genannten Ursachen, Austeritätspolitik und so weiter. Und die Frage ist halt, und Theos Beispiele sind brillant dafür zu sehen, dass Griechen nicht nur Opfer sind, sondern dass sie im Augenblick sehr kreativ unterwegs sind, sich auch neu zu organisieren. Aber wie stark ist das transformatorische Potenzial, auch in die Zukunft betrachtet, wenn wir mal annehmen, Krise zumindest in wesentlichen Elementen geht vorüber. Werden diese Initiativen dann zerfallen oder schätzt du das so ein, dass da wirklich so viel soziales Potenzial, so viele Strukturen, institutionelle Zusammenhänge dann entstanden sind, also so, als im Sinne von sozialen Institutionen, dass die nicht einfach wieder so zerfallen können? It depends a bit on what is our idea of social transformation. We're used to, in
the Western world were used to this social transformation from above, and that comes and changes in within a night, just changes all the whole political institutions and transforms the lives of people. Of course, this is not going to happen through these alternatives. These examples that I presented, of course, have been very selective in what I presented. I presented some really radical and interesting initiatives. There are thousands more that are radical to lesser degrees, and they are responses to the crisis that might disappear after the worst part of the crisis is over, of course. There are many, there are two main ideas of how this can be transformative right now, and these are competing ideas within the movement. One idea is the ones who think that we can have in Greece some sort of dual power. Dual power as we have seen it in Latin America with the left-wing governments, in left-wing governments in Ecuador, in Venezuela, and in Bolivia. So they say that these are complementary structures that can function under a left-wing state that wants to promote societal self-determination. And since there is no money to have the welfare state back, these are going to substitute the welfare state in this new left-wing political state. Then there is the other option that is more radical and wants to go beyond the state altogether. So it wants to transform people's lives here and now and go ahead with creating new institutions from below. So it gives a lot of importance to networking and to finding to new instruments, new organizations in making collective decision making. So we're talking about a new counter power rising from below. Of course, we're very far from having this as an important actor in Greek politics, but the important thing is that this idea has managed to transform not society at large, it has managed to transform communities and individuals. It has managed to create militant communities and individuals that can stand up for their rights, that know how to make important decisions by themselves, who have managed to go over what was described the other day by Raoul as an impotence of the local communities of self-managing their affairs. So in this sense, we already have a social transformation in Greece. We have gotten up from our comfortable couch and we have realized that the only way to go over it is to find a way to cooperate and to collaborate with other people. And this is a significant first step, I think. Ja, danke schön. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt auch nochmal für die Debatte, und vielleicht auch dann, wenn da Interesse besteht, ins Publikum bringen will, ist, Theo hat gerade gesagt, Alternativen need to be antagonistisch. Sie müssen antagonistisch sich verhalten zu Markt und Staat. Und ich habe ja vorhin darauf bestanden, als Uli das ein bisschen in den falschen Hals gekriegt hat, dass es sozusagen ohne Markt und Staat, sondern dass es um ein Jenseits geht, also als eine Option jenseits von Markt und jenseits von Staat, was nicht unbedingt bedeuten muss, antagonistisch. Ich bin sehr für strukturellen Antagonismus, aber es gibt meiner Ansicht nach die Notwendigkeit, einen Partnerstaat, einen Staat, der ermöglicht, der auch Rechtssicherheit schafft, an der Seite zu haben, wenn man diesen Umbau, diesen transformatorischen Umbau von Union machen will. Das ist aber eine Frage, die, glaube ich, auch aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich beantwortet wird. Und an Karin vielleicht nochmal, ich glaube, das ist auch was, was in uns allen so ein bisschen Resonanz auch hervorgerufen hatte, als du an diesem Punkt warst, also Einblick in die Andine Lebenswelt, in die Lebensphilosophie, in dieser Region gibt es nicht. Und auch diese
Individuelles Glück gibt es nicht. Auch diese Rechtsauffassung dort, die natürlich bei einem, und in dieser Tradition stehen wir alle, westlichen Menschen, sagen wir es mal so, so alternativ und kritisch wir uns aufstellen, eben dieses Unbehagen hervorruft, was du ja auch geäußert hast. Kannst du das vielleicht nochmal vertiefen, was das vielleicht auch in Diskussion, du bist ja viele Jahre in Lateinamerika unterwegs und warst jetzt gerade auch ein paar Monate in Ecuador, wie sich das so anfühlt? Ich würde es am liebsten einfach so stehen lassen als Irritation. Ich würde viel lieber was zu Griechenland sagen. Okay. Und zwar bin ich, das ist jetzt aber nicht meine Idee, sondern unsere Partner in Lateinamerika sagen immer, seid ihr denn verrückt gewesen? Seid ihr denn verrückt geworden? Was da passiert in Griechenland? Ist doch genau das Gleiche, was bei uns passiert ist in den 80er Jahren. Warum lasst ihr uns euch nicht mal beraten? Genau solche Initiativen, genau diese Initiativen hat es in den 80er Jahren gegeben und in den 90er Jahren in Lateinamerika, als sozusagen alles zusammengebrochen ist an der Schuldenkrise und diese ganzen neoliberalen Auflagen, Anpassungsprogramme, fast die gleichen, die jetzt hier gemacht werden in Griechenland. Genau solche Initiativen gab es. Dazu könnte ich auch dann was sagen, wie die sich weiterentwickelt haben, besetzte Fabriken, Hospitäler, die selbst aufgebaut wurden oder Wasserprivatisierung war der große Auslöser der Bewegung in Bolivien, um die Regierung, die neoliberalen Regierungen zu stürzen und sozusagen eine eigene Regierung, progressive Regierung zu bilden. Einige gibt es weiter, einige haben sich weiterentwickelt. In Argentinien gibt es noch besetzte Fabriken, die wirklich auch sozusagen vielleicht auch Erfahrungen haben, wie man sowas, was es für Schwierigkeiten in einem langwierigen Prozess gibt, um das weiterzuführen. Aber es ist eben, ich würde sagen, es ist dadurch, dass diese ganzen Bewegungen dazu geführt haben, dass progressive Regierungen gewählt wurden. An der Regierung sein heißt nicht an der Macht sein, sondern an die Regierung gekommen sind, hat es in fast allen diesen Ländern dann gibt es einen Antagonismus zwischen denen, die im Staat sind und an der Regierung sind und die an der Bewegung sind und sich teilweise, vom Staat gibt es so gut wie keine Unterstützung und die Bewegung kritisieren die Regierung sehr stark. Und ich würde deswegen sagen, es geht nicht das eine oder das andere. Es geht nicht nur von unten Alternativen aufzubauen, obwohl ich glaube, dass es ohne radikale und unabhängige Alternativen nicht geht. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie einen ermöglichenden Staat gibt, sondern ich glaube, im Staat werden Interessenskonflikte und Hegemonien ausgefochten, die sowas brauchen von außen, damit man sozusagen innerhalb des Staates irgendwie eine andere gesellschaftliche Hegemonie jenseits des Kapitalismus schaffen kann. Das eine oder das andere, nur eine progressive Regierung, die gewählt wird, oder nur sozusagen unabhängige, radikale, selbstbestimmte Initiativen geht nicht, sondern das muss beides zusammenkommen. Und alleine in Griechenland geht es wahrscheinlich auch nicht, sondern das ist dann wieder sozusagen, was ist mit der Solidarität hier in Europa? Also das ist sozusagen der nächste Schritt. Aber ich wollte nur noch mal sagen, dass in Lateinamerika es ganz viele Leute gibt, die in den Regierungen sind, in den Bewegungen gibt, die sagen, das, was da passiert an Prozessen, Schuldenkrise, Neoliberalismus, Anpassungsmaßnahmen, Zerstörung von sozialem Aufbau von Initiativen und so weiter, ist genau das, was wir durchgemacht haben. Warum können wir uns nicht mal darüber austauschen? Super Vorschlag. Ich gebe Ihnen jetzt das Podium. Da ist noch ein kurzer Moment. I'd like to answer to what you said before. Of course, we're very aware of the Latin American example, and we're in very close contact with the movements in Latin America. And the conclusion that we had was quite the opposite of what you're saying, because these people feel betrayed by the governments. Yes. And the governments have gone on to alleviate the more extreme manifestations of the crisis of neoliberal restructuring, while maintaining the core the same. So, in a sense, we have learned from them that we cannot trust the
powers that want to take over the government, that we need to expand on what is below. We had sort of the opposite of what you see. No, that's, I agree. Ich stimme dem völlig zu, dass die sozialen Bewegungen sich in Lateinamerika von den progressiven Regierungen zum großen Teil verraten fühlen. Aber ich sage, dass ich würde nicht den Schluss, und ich sehe so eine Polarisierung in Lateinamerika, und das führt insgesamt zu einer Schwächung. Und deswegen sage ich, dass es beides nötig ist. Nicht, dass die Erfahrungen gut sind, sondern dass man daraus lernen muss. Gibt es hier jemanden? Ja, Andreas Wolf von Medico. Ich habe eine Frage nochmal an das UNWW, auch weil gerade natürlich einerseits das auch so hoch aufgeladen ist als neue auch Macht, also Ermächtigung und Machtergreifung auch der sozusagen langjährigen unterdrückten Mehrheiten in diesen, vor allem eben in den Andinenländern Südamerikas. Wie weit sozusagen nochmal jenseits der Frage, ist das jetzt etwas Vormodernes, das sozusagen, wie viel Anschlussfähigkeit hat das an die moderne Welt, die natürlich auch das Leben der Menschen in Südamerika weiter prägt? Aber wie weit ist das auch tatsächlich etwas, was nochmal einen neuen jetzt Anschluss an diese Debatte um Gesellschaftsvertrag produziert? Oder ist das etwas, wo so, ich weiß es aus Bolivien, wo ich jetzt letztes Jahr mal kurz war, auch natürlich wieder eher eigentlich antagonistisch im Sinne von, wer fühlt sich eigentlich diesem UNWW verpflichtet, wer fühlt sich davon ausgeschlossen, ist das sozusagen, gibt es da neue Kontroversen zwischen sozusagen, wer ist wirklich indigen, wer ist Mestizo, welche mit welcher Perspektive ist das tatsächlich etwas, was ein neues Gemeinsames konstruieren kann in solchen Ländern? Oder ist es doch eher auch was, wo klar wird, es geht auch um erstmal Machtergreifung von den Gruppen, die lange Jahre eben sich auch postkolonial immer noch weiterhin eben nicht repräsentiert waren und politisch jetzt erstmal das auch aneignen? Ist Ihre Frage ganz unmittelbar? Geht das um was ganz anderes? Dann kriegen Sie das Mikrofon, aber wir machen trotzdem jetzt erstmal an der Stelle. Gibt es da drüben, und der junge Mann, Sie, zu dem Thema? Hi, I'm from Ecuador actually, and what you just said, from my experience working with the communities, they think that the buen vivir, you know, the suma causai, as it's originally called, it's just a marketing thing. They just feel it that way. They feel that suma causai is something that the current government has taken, you know, for them, but it's not how they really look at it. It's like, they feel like the mestizo community has taken their concept and kind of moved it around for their own use. You see, it's like what Karin said is really accurate about what is suma causai. Yeah? But as a government that is actually doing the suma causai, I don't think it's actually doing it. Also, zu ergänzen, also ich denke, das ist eben, erstens gibt es nicht das UNWW oder suma causai, weil das hängt von Gemeinschaft zu Gemeinschaft ab. In ganz Lateinamerika. Also es ist ein sehr diverses Konzept und ein unterschiedliches Konzept. Diese Prinzipien stimmen vielleicht für alle, aber dann darüber hinaus gibt es sehr unterschiedliche Konzepte. Wie gesagt, sind ein paar Elemente davon in einer bestimmten Situation, nachdem die Bewegungen so stark geworden sind, die indigenen Bewegungen vor allen Dingen, sind ja auch in den Verfassungen gelandet. In der bolivianischen Verfassung und in der äquatorianischen Verfassung. Und ich finde, da gibt es Elemente, die so wichtig sind und so inspirierend sind, dass wir davon auch lernen können und dass wir die auch sozusagen auf direkte politische Diskussionen aufnehmen können. Ich sage jetzt nur mal ein Beispiel.
In der bolivianischen Verfassung gibt es drei verschiedene, gleichberechtigt nebeneinander her existierende Formen von Demokratie. Das ist die direkte Demokratie, die repräsentative Demokratie und die kommunitäre Demokratie. Die sind in der Verfassung gleichgestellt. Auch die Frage nach Staat und Markt ist in den Verfassungen ziemlich interessant geregelt. Sozusagen, es gibt nicht nur ein Staatsmodell, es gibt auch nicht nur einen Markt. Es gibt verschiedene Formen von Märkten, die sozusagen in den Verfassungen vorgesehen sind. Also es gibt auch verschiedene Eigentumsformen. Von daher, die sind teilweise in den Verfassungen widersprüchlich. Und jetzt in der Ausgestaltung dieser Verfassung ist es mittlerweile so, dass tatsächlich so, dass die Regierungen das Buenvivir für sich okkupiert haben, um damit, ich würde jetzt mal ganz plump sagen, eine relativ konventionelle sozialdemokratische staatliche Politik zu durchzuführen. Was nicht das ist, was das ursprüngliche Konzept in den Gemeinschaften ist, weil das sozusagen ein sozialdemokratisches, staatlich orientiertes Konzept ist, was in diesem Konzept nicht vorgesehen war. Jetzt kann man darüber diskutieren, warum ist das so? Haben die Regierungen mehr Spielräume oder nutzen sie sie nicht aus? Das ist eine große Debatte. Dieses Konzept wird sozusagen okkupiert, aber ich finde, dass man an den Erfahrungen und auch allein darin, was in den Verfassungen steht, selbst wenn es nicht umgesetzt wird oder wenn es sogar sozusagen dagegen verstoßen wird, steckt da viel drin, wovon wir auch lernen können in Debatten um Demokratie, Staats- und Eigentumsformen und so weiter. Hallo, Suhej Jasmati. Ich habe eine Frage, die mir in den Sinn kam, die ich irgendwie noch nicht so ganz einordnen konnte. Ich hoffe, Sie können mir da irgendwie helfen. Also Herr Tuschen hat ja eben gesagt, dass Commons, also ein wichtiger Aspekt von Commons ja irgendwie diese Partizipationsmöglichkeit und Emanzipation in einer oder der Gesellschaft eben ist. Und da habe ich mich eben gefragt, okay, wo liegen eventuell die Grenzen oder Hürden dieser Partizipation in einer ja, nationalistischen, antinationalistischen Sichtweise. Also wo grenzen bestimmte staatliche Grenzen eventuell Menschen an dieser Partizipation oder Emanzipation aus und wie kann man diese nationalen Ausgrenzungen eventuell aufheben? Sprich, wie kann eventuell Commoning als ein Mittel zum Anti-Border-Kampf dienen. Ist ihr es verbunden? Ich wollte fragen, ob das nicht ein gravierender Unterschied zwischen Südamerika und Griechenland ist, dass Südamerika sich gegen die amerikanische Politik gewandt hat und in Griechenland ja eigentlich an der Regierung mehr Goldman Sachs-Leute waren und man sich davon wirklich gravierend trennen müsste. Das ist meine Frage. Ja, also vielleicht machen wir erstmal. Ist das nochmal zu noch zu dem Thema davor? Oder? Nee, ist noch ein neues. Dann machen wir jetzt weiter, aber wir halten es auch. Also gehe ich jetzt auf die Frage zu dem Commoning ein. Das ist genauso wenig einfach zu beantworten, wie die Frage zu stellen oder einzuordnen, würde ich sagen. Gestern geisterte hier das mal durch den Raum und Heike hat es heute Morgen angesprochen, dass es eben nicht eine Glorifizierung des Lokalen damit gemeint, aber dennoch würde ich sagen, ist erstmal auf dieser kleineren Ebene ist der Raum, wo es Erfahrungen damit gibt. Und es gibt in den Prinzipien, die Heike genannt hat, im Grunde den Design Principles, wie Eleanor Ostrom sie genannt hat, gibt es auch eines, das sagt, dass so ein Ressourcenmanagement, was auch immer das dann für eine Ressource ist, dann wahrscheinlicher gelingt, wenn es klare Grenzen gibt. Und zwar klare Grenzen, was die Ressource angeht. Also wenn man von einem Ökosystem spricht, dann muss man halt gucken, wo ist dann der Fischteich zu Ende oder ein Fluss oder so. Also es gibt Grenzen der Ressource, kann man auch für nicht materielle
Ressourcen ausmachen, aber es gibt auch erstmal eine Grenze der Nutzergemeinschaft, weil das viel mit Vertrauen zu tun hat, weil das mit direkten Beziehungen zu tun hat. Deswegen finde ich das jetzt schwierig, das zu beantworten, aber gleichzeitig hat Heike ja gesagt, das ist durchaus denkbar auch und das wäre auch das Ziel, das dann übertragen zu können, auch auf größere Institutionen oder Arrangements. Aber ob das jetzt eine Form oder ein Ansatz ist, um konkret nationalistische Grenzen zu überwinden, da wäre ich jetzt selber auch überfragt. Das ist einfach auch noch, denke ich, ein Labor, wo ausprobiert wird, wie Dinge anders gemanagt werden können. Und von dem, was man aus der Feldforschung weiß, worauf letztlich diese Prinzipien ja aufgebaut sind, das ist umgekehrt, als wir das in der Regel kennen. Das war erst die Praxis da und daraus wurde die Theorie so ein bisschen abgeleitet. Also was man da, weil was Elena Ostrom und ihre Studenten und Kollegen rausgefunden haben, da spielt Grenze eine Rolle. Also es hat schon auch was zu tun, dass sowas abgrenzbar sein muss, aber im Sinne dessen, was du mit Netzwerken gesagt hast, es gibt dann keine undurchlässige Grenze, sondern diese kleinen Einheiten, erstmal kleinen Einheiten, sind miteinander wiederum auch verbunden. Ich weiß nicht, ob das eine zufriedenstellende Antwort ist. Ich weiß nicht, ob Heike noch was ergänzen kann. Aus meiner Sicht ist das... Ja, vielleicht ganz kurz. Also es ist tatsächlich so, dass man Nutzer bestimmen muss, weil ansonsten kann man auch keine Sanktionsmechanismen haben. Man kann keine Konfliktmediation machen. Aber es heißt ja tatsächlich nicht, dass die einzelnen Einheiten nicht auch miteinander kommunizieren, so wie das Staaten auch tun. Natürlich sind viele Ressourcenkonflikte immer auch an jetzt nationalstaatlichen Grenzen besonders virulent, weil es um Zugangsrechte geht. Und insofern kommen wir da auch wieder in die Ebene des Politischen. Es muss ausgehandelt werden und dann eben auch über Staatsgrenzen hinaus. Und die Frage, ob ein Migrant zu einer Nutzergruppe im Kontext XY gehört, ist eher eine von Integrationspolitik. Wenn er jetzt hier in Deutschland ist, warum soll er oder sie dann nicht sich in so einer Gemeinschaft engagieren, weil die gemeinsamen Interessen hier binden, bringt sich genauso ein wie andere, egal wo sie herkommen. Also da sind wir wieder im ganz normalen, realen Leben, jenseits von Commons oder Comedy. Wo gehen wir jetzt? Wir hatten den Herrn in Blau und jetzt haben wir noch den Herrn in Braun und der Borcher wollte auch noch was sagen, aber ich glaube, wir müssen auch hier drüben gibt es auch, also es ist alles gut, also es geht auf Ihre Mittagspause, das ist das eigentliche Problem. Weil irgendwann steht die ganze Mannschaft hier vor der Tür und sie sind hungrig und die machen hier trotzdem weiter. Also wir haben da noch die junge Frau mit dem Orangen und dann war hier noch jemand. Und dann müssen wir aber vielleicht, ach und dann gibt es noch da hinten die junge Mutter mit Kind. Die könnte auch nicht machen. Ja, wir machen jetzt einfach mal hintereinander die Fragen durch und dann schauen wir, wer damit inhaltlich da kommt. Okay, dann gehen wir erstmal hier. Also das schließt jetzt auch ein bisschen daran an. Ich würde noch mal die Frage stellen, was denn dann die Funktion des Nationalstaats bzw. einer Regierung überhaupt ist, wenn man gesehen hat, dass sie oftmals verhindert, dass politischer Aktivismus, Kreativität und vor allem politisches Handeln überhaupt möglich ist von Gruppen, die ihr eigenes Interesse durch solche Initiativen vertreten wollen. Besonders dann nochmal im Anbetracht, dass ja auch oft gesagt wurde, dass die Regierung oftmals die Logik des Marktes vertritt, die ja versucht wird, durch solche Initiativen oftmals zu unterminieren bzw. in Frage zu stellen und nach Alternativen zu suchen. Die Frage geht natürlich jetzt in erster Richtung nochmal an Karin Gabbard, aber kann auch gerne von allen anderen dazu ein Statement noch. Okay. Kommen Sie mit dem Kind mal nach vorne, weil es jetzt gerade schläft. Hallo, mein Name ist Jacqueline Krause, ich habe Soziologie studiert und gehöre auch so ein bisschen zu den Elitianern. Also ich habe mich viel mit Subsistenz, vernakulären Gesellschaften, Commons und so auch beschäftigt. Und ich wollte nur sagen, dass, glaube ich, eine Grundvoraussetzung für Commons auch ist, die Dezentralität. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man halt eine soziale Größe hat, in der man auch kommunizieren und gemeinsam
Entscheidungen treffen kann. Und natürlich ist dann auch die Frage, inwieweit sind Staatsgrenzen überhaupt noch relevant, wenn man sowas realisieren würde. Andererseits ist natürlich die Vernetzung wieder ein ganz wesentlicher Aspekt, auch also über Staatsgrenzen oder welche Grenzen auch immer hinaus. Was mich so beschäftigt in dem täglichen Leben, in den alternativen Gruppen, die es ja durchaus in Deutschland auch gibt, die versuchen, solche Sachen zu leben und umzusetzen, das wäre eine Frage an Theo. Inwieweit werden denn Entscheidungen auch konsensual getroffen oder wie werden Entscheidungen getroffen? Weil ich erlebe das häufig, dass man dann doch irgendwie auf Dreiviertelparitäten demokratische Entscheidungen referiert und dann ist es doch immer so, dass eigentlich 15% der Menschen, die damit entscheiden, die damit gestalten, sich dem unterwerfen müssen, was die Mehrheit möchte. Wie erlebst du das in der täglichen Praxis? Wie ist das in Griechenland? Der Herr in Blau und der Herr in Blau. Ja, Rainer Seiberg aus Stuttgart. Vielleicht eine Frage an Karin und es geht so wirklich ins Innere. Also, was mir gut gefallen hat, ist, dass wir vielleicht nach Hause nehmen und versuchen zu begreifen, diese Prinzipien des Buen Vivir. Der Kosmos ist ein lebendes Wesen. Alle Menschen sind mit der Natur zusammen. Und es ist ein anderes Verständnis von Glück, also dieses Gemeinsam. Und ich glaube, wir werden merken, es passiert einfach. Wir sind mit unserem Planeten so weit durch, dass er, also die Erde wird uns jetzt zeigen, wie es weitergeht. Wir werden vor ganz schönen Herausforderungen stecken, aber ich glaube, wir sind schon mittendrin jenseits. Und dieses Jenseits bedeutet für mich, wir beginnen Eigentum nicht mehr als das Allerwichtigste zu betrachten. Wir machen Carsharing, wir mieten oder leihen uns Werkzeuge, weil wir nicht selber alle eine Bohrmaschine oder eine Hammerbohrmaschine brauchen. Da fängt es an. Wir müssen zwar mobil sein, wir haben ein Recht auf Kommunikation und auf Information, aber wir beginnen doch jetzt gerade zu fragen, wo bekomme ich denn die Information her? Also wenn ich ins Internet gehe und nur irgendwas, ein Stichwort, wir müssen fragen, wo kommt die Information her? Und ich glaube daran, dass die Erde uns zeigt, wo es weitergeht. Und wenn das stimmt, was du gesagt hast, Karin, dann müssen wir in die Vergangenheit denken und wir haben die Zukunft. Und in der Vergangenheit hatten wir in den Gemeinden Backhäuser, das fiel mir zu deiner Gemeindewiese ein. Jeder durfte in dem Backhaus zu einer bestimmten Zeit, das sind die Regeln, backen, wann er oder sie wollte. Ob Bauer oder Arbeiter. Und ich glaube, wir kommen wieder dahin. Also ich wollte uns auch selber, wir müssen uns da ein bisschen an die Nase fassen, was ist wirklich nachhaltig? Wo können wir denn was verändern und vielleicht wirklich zurückgehen? Vielen Dank, war ja auch eher eine Meinungsäußerung. Der Herr in Braun. Karl Kerschkens, ich komme aus Bensheim. Herr Tuschel, ich wollte gerne konkret verstehen, wo wir bei uns in Deutschland unter Umständen schon ein Kommen haben. Deswegen die Frage, sind die Bürgerenergiegenossenschaften, die sich in den letzten Jahren gebildet haben, kann man die als ein Kommen bezeichnen oder was fehlt denen, um also in diese Definition zu passen? Guten Tag, mein Name ist Pariona, Hugo Pariona aus Amerika, aus Peru. Ich habe einen Lieblingsprofessor an der Universität hier, der Goethe-Universität, gehabt, nämlich Egon Becker. Der hat dieses Institut für soziale ökologische Forschung gegründet und er hat auch die soziale Ökologie hier an der Universität unterrichtet und so weiter. Und er sagte, weil er wahrscheinlich aus der Physik dieses Modell entwickelt hat, er sagte einmal,
Hugo, es gibt ein Modell, das ich entwickelt habe, um solche Sachen zu verstehen, was wir durch die ganze Konferenz bereden, nämlich das Modell besteht folgenderweise. Es gibt eine kulturelle Hülle. Diese kulturelle Hülle vergrößert sich von Zeit zu Zeit, wo die Leute Diskurse entwickeln, wo die Leute die zivile Gesellschaft bilden und so weiter und so fort. Die Leute, das sind die Wissenschaftler, das sind alle. Und es gibt aber auf der anderen Seite den Transformationskern, nämlich wo wenige sind, wo die Entscheidungen treffen, während die anderen noch diskutieren und schreiben. In diesen Transformationskern sollte man kommen. Und das ist das Beispiel von ein paar Menschen oder Parteien oder Bewegungen, die an die Macht gekommen sind. Transformationskern ist die Macht. Und die Machtübernahme, sagte er, ist das Entscheidende für Länder wie lateinamerikanische Länder oder afrikanische Länder. Denn wenn die Leute nicht die Macht übernehmen, wenn die Leute nicht die Macht haben, und er meinte auch die politische Macht, dann gibt es keine Transformation. Und daher kamen ja Transformationstheorien und so weiter. Und so ähnlich ist das. Und ich denke, für Länder, die wirklich in Armut leben, aber nicht nur in materieller Armut, sondern defekten Demokratien und so weiter, es ist wichtig, dass die Menschen an die Macht kommen und nicht nur vom Außen, nicht nur ja, reklamieren, protestieren oder sogar gegen die eigenen selbst entwickelten Politiken sein, wie es jetzt in Venezuela passiert oder wie in Ecuador passiert und so weiter. Wenn Transformationen entstehen sollen, dann bitte nur durch die Macht und legitimierte Macht. Es ist insbesondere wichtig zu sagen, dass in Lateinamerika, in vielen Ländern, legitimierte Demokratien gibt, die Transformationen ermöglichen, ohne Gewalt sogar und mit Legitimation. Deshalb wollte ich nur daran erinnern, dass im Transformationskern auch in Deutschland viel zu tun gibt. Und die Angst der Menschen, aber in diesen Transformationskern reinzugehen, ist sehr groß. Und diese Angst sollte man überwinden. Und von Lateinamerika kann man nicht viel lernen, aber ein Mini-Beispiel, damit ich das beende, wäre es Argentinien, Bolivien, Ecuador und so weiter, Venezuela, die bauen Häuser für die Menschen. Das ist Buen Vivir. In Deutschland, ein reiches Land, streiten wir uns noch von Mietpreisen und so weiter. Nee, warum macht nicht eine deutsche Regierung Wohnungen, günstige Wohnungen für alle? Das wäre ein gutes Beispiel aus Lateinamerika. Danke. Ja, danke für das Statement. Wir haben jetzt zur Beantwortung noch diese kleine Fragefunktion des Nationalstaates, dann die Lucianerin, Antio und Bürgerenergiegenossenschaften. Vielleicht machen wir es ganz kurz und schnell, damit der Magen jetzt nicht übertönt und knurrt. Theo, willst du anfangen? Also, ich kann das nicht beantworten mit den Nationalstaaten. Eigentlich würde man denken, Nationalstaaten sind überholt. In der augenblicklichen Phase der kapitalistischen Globalisierung habe ich manchmal den Eindruck, als wenn Nationalstaaten wirklich noch eine gute Möglichkeit sind, was zu regulieren, was sonst auf der internationalen Ebene eigentlich reguliert werden müsste, weil wir sind noch nicht so weit. Und es gibt aber auch viel jenseits der Nationalstaaten und jenseits der internationalen, globalen Ebene. Ich erinnere an ein altes Stichwort, Wilfried als Abgeordneter im Europaparlament hat sich damals für das Europa der Regionen eingesetzt. Ich weiß nicht, warum so ein Begriff sozusagen oder so eine Politik dann wieder vergessen wurde. Es gibt aber immer viele Möglichkeiten. Also sozusagen in Lateinamerika gibt es wirklich interessante Ansätze der regionalen Integration, die jenseits
die versuchen sozusagen, was gegen den, den internationalen Finanzkapitalismus zu regulieren, die gibt es. Aber ich würde nicht sagen, im Augenblick kann man, sieht man, dass man im, sozusagen auf den Nationalstaat als Regulierungsinstrument verzichten kann. Ich habe eher den Eindruck, als wenn sozusagen die Leute, die bei uns regieren, sozusagen das selber nicht mehr komplett unter Kontrolle haben. dann wollte ich noch mal was zu den Häusern sagen. Häuser bauen für Menschen ist richtig, aber in Lateinamerika gibt es einige Häuserbauprogramme, die sind an Konditionen geknüpft, die eben nicht das bedeuten, was wir hier diskutiert haben, dass es nämlich ein Recht ist, das die Leute haben, sondern es ist konditioniert, teilweise sozusagen auch die Stimmen abzugeben für die, Regierungen, die das bauen. Und Häuserbauen ist dann gut, wenn man ein Recht darauf hat, dass die Häuser gebaut werden, die man gebaut haben will, und wenn darüber diskutiert werden konnte. Wenn die einfach nur hingestellt werden, dann würde ich sagen, ist das keine emanzipatorische Politik. Und dann wollte ich noch sagen zu diesem Aspekt, es wird einfach passieren. Da würde ich, das ist sozusagen ein positiver Ansatz, ich bin da ein bisschen pessimistischer. Wenn etwas passieren wird, dann ist, sehe ich im Augenblick, dass die kreativste Kraft ist, die des Kapitalismus, das sozusagen sozusagen zu vereinnahmen und auch Umweltzerstörung wieder zu Geld zu machen. Das ist das, was wir überall sehen. Von daher glaube ich nicht, dass es reicht, abzuwarten, bis es passiert, sondern wirklich sich damit auseinanderzusetzen, was es da für verschiedene... Ja, es gibt Ansätze, genau. Ja. Und achso, noch was, dass die Alternativen aber tatsächlich nicht kurzfristig sein können, sondern immer nur mittel- und langfristig. Regarding the organizational issue, how we respect the different elements of an assembly. I come from a culture where consensus is considered to be the natural way of decision making. But, of course, we have great organizational diversity within the movements. The movements that work with consensus have come to realize that consensus is not working very well if we don't have a very solid political background, and consensus can be an instrument of domination. So you see many organizations switching to mixed systems where you can have voting as well, either majority voting or two-thirds majority voting, because consensus, if there is no a political basis in all of the people, it can perpetuate some inequalities within the organization. Inequalities of who is able and willing to speak in public, and generally men are more comfortable in speaking in front of big publics, and some people have their friends tapping them on the back and some others don't. So consensus, if it doesn't work well, it doesn't protect the minorities. The important thing, regardless of whether you use consensus, majority voting or two-thirds voting, is to deprofessionalize decision making, which means having revocability of people and having mandated people and not representatives. I hope you understand what the distinction is. That it's not someone deciding for the rest of the people, but there are revocable delegates who transmit the decisions of the assembly to a greater body or to the public. And if we keep these basic structures, I think that then we can allow for a great organizational diversity. Each organization can choose what works best for them. Ja, die Frage nach den Commons in Deutschland, gibt es in Deutschland schon Commons? Ich denke, es gibt eine ganze Menge Initiativen. Das Entscheidende für mich an der Stelle, und da wäre das sozusagen auch die Gegenfrage nach der Energiegenossenschaft, ist, versteht sich diese Genossenschaft selbst als ein Kommen? Und wie ist sie konstituiert? Also nochmal diese DNA, Ressource, Nutzergemeinschaft, Regeln, wenn sie sich selbst die Regeln gegeben haben, nachdem sie die Ressource Energie verwalten, dann kann das durchaus auch ein Kommen sein. Aber für mich gehört eben auch dazu,
ja, dass man sich selbst in diesem Prozess, und deswegen ist dieses Commoning eigentlich so schön, zu so einer Gemeinschaft dann zusammenfindet, die etwas gemeinsam verwalten möchte. Ich würde nicht sagen, jede Energiegenossenschaft ist ein Commons. Und es gibt noch so einen anderen Ausspruch, der sagt, es gibt eigentlich gar keine Commons, außer sie werden gemacht. Das ist so ein bisschen diese Übersetzung. Aber sie bestehen auch nur, wenn sie als solche gepflegt und gehegt und fortentwickelt werden. Also ich würde sagen, es gibt eine ganze Menge, aber ich könnte Ihnen jetzt auch nicht sagen, das ist eins und das nicht, weil dazu gehört auch immer die Frage an die Nutzer selber, haben Sie das, mit welchem Zweck wurde diese Energiegenossenschaft zum Beispiel gegründet? Ja, vielen, vielen Dank an die drei Panelisten und Panelistinnen, an Sie für Ihre Geduld und auch für die interessanten, kreativen Fragen. Laut Programm haben wir jetzt 6 Minuten Zeit zum Mittagessen. Ich vermute mal, dass die anderen da draußen irgendwie auch noch nicht so weit sind. Aber eigentlich sollte es hier um 13 Uhr.